Ja, hallo und herzlich willkommen bei Dreisat am Mittwoch. Bis kurz nach Mitternacht sind wir für Sie heute da. Hier ein erster Überblick und der beginnt wie üblich mit der Minizip, so auch heute. Ja, und im Anschluss daran erwarten die jüngeren Zuschauer bestimmt wieder eine weitere Heldentat von Vicky. Allerdings ist da eine kleine Falle eingebaut. Nach einem Besuch bei der Familie Petz sind ab 18 Uhr die Bilder aus der Schweiz zu sehen. Informationen aus Gesellschaft, Kultur und Politik Helvetiens. Das Neueste vom Tage ab 19 Uhr in der Heute. Sollen Homosexuelle in Deutschland heiraten dürfen? Wir wollen es wissen im Dreisatzstudio und zwar von Volker Beck vom Schulenverband Deutschlands, der einen Gesetzesentwurf zur Diskussion stellt. Der vierte Teil unserer Serie vom Blauen Palais trägt heute, Start ist 19.30 Uhr, den Titel Unsterblichkeit. Wenn dieser Vorgang, der hier beschrieben wird, stimmt und steuerbar wird, dann heißt das Unsterblichkeit. Unsterblichkeit der Zellen, der Organismen. Sicher, in der letzten Konsequenz, ja. 3 Jahre. Vermutlich hat dieser McKenzie seine Versuche an Taufliegen längst angestellt. Der lebt nicht zufällig hier im Haus, Ian McKenzie. Sie kennen ihn? Ja, und ich suche ihn. Ian McKenzie arbeitete an einer sensationellen, weltverändernden Entdeckung. Dann kennen Sie ihn nicht. Verlassen Sie das Haus. Gehen Sie. Los, gehen Sie. Sie waren dabei, den Tod zu besiegen. Sie schreiben Taufliegen, aber es ist der Tod des Menschen, unser Tod. Unsere Unsterblichkeit. Die Spuren menschlicher Zivilisation werden verschwinden, aber diese Fliegen hier werden immer noch leben. Und sie vermehren sich unaufhaltsam. Denn die Unsterblichkeit ist erblich. Am 19. Juli 1989 ist der beliebte Schauspieler Karl-Heinz Schroth gestorben. Viele Rollen hat er auf den Brettern, die die Welt bedeuten, gespielt und vielen Serien und Fernsehproduktionen seinen Stempel aufgedrückt. So auch in einer Serie, die Dreisat ab kommendem 2. August wieder zeigt, die beliebte Serie, nämlich Alle Hunde lieben Theobald, mit Karl-Heinz Schroth in der Hauptrolle natürlich. Heute Abend um 21 Uhr wiederholen wir Begegnungen mit Karl-Heinz Schroth aus dem Jahre 1988. Gastgeber ist Engelbert Sauter. Jetzt reden wir mal nicht von Tierversuchen oder Tierhaltung oder alle speziellen Tierwiderlichkeiten, die passieren. Frage ich mich, woher nimmt der Mensch das Recht, vom ethischen Standpunkt aus, das Tier als Sache zu bezeichnen? Also ich habe mal gesagt, wenn ich sehe, wie sich die Menschen dem Tier gegenüber benehmen, schäme ich mich, ein Mensch zu sein. Und wenn wir jetzt anfangen wollten, über dieses Thema zu sprechen, dann weiß ich gar nicht, ob ich es kann. Unser Infoblog im Anschluss an dieses Gespräch, Sportzeit Nachrichten, sind natürlich nach dem Kulturjournal angesagt und um 22 Uhr die Zeit im Bild. Einem der großen Künstler der Schweizer Avantgarde der 30er und 40er Jahre widmen wir um 22.25 Uhr ein größeres Porträt. Die Rede ist von Serge Brignoni. Er wurde zudem bekannt als leidenschaftlicher Sammler außereuropäischer, vor allem ozeanischer Kunst. Serge Brignoni auf dem Weg zu seinem Atelier in Bern. Wir siedelten nach Bern über und da begannen meine Leidensjahre in der Schule. Aus einem Minderwertigkeitsgefühl, ich beherrschte die deutsche Sprache noch nicht, kam ich ein bisschen in Hinterteil in der Schule und ich hatte Minderwertigkeitsgefühle und kompensierte diese natürlich mit Zeichnen. Ich dachte, ich kann was, was ihr nicht könnt. Serge Brignoni malte. Zuerst gegenständliche Motive, Landschaften, Porträts. Dann begann er immer mehr, sich von der Realität zu lösen. Bilder entstanden, die Elemente aus der Natur und der menschlichen Anatomie enthielten. Eine neue Welt mit einer fantastischen Sprache. Rosinen für den Jazzfreund, dann ab 23.10 Uhr. Wir zeigen Ausschnitte eines Konzertes vom April 91 aus dem Wiener Metropol mit dem Jazzpianisten Slavomir Kulpovic. Mit dem Spätjournal vom DFF und den Dreisat-Schlagzeilen beenden wir unser heutiges Mittwochsprogramm. Start aber jetzt ganz klar mit der Minizip und anschließend wartet Vicky auf euch. Ich wünsche viel Vergnügen.
Zu einem dramatischen Einsatz wurde heute Vormittag der Notarzt-Hubschrauber Christophorus III aus Wiener Neustadt gerufen. Grüße euch bei der Minizip, sage ich bei der Gelegenheit. Auf einer Wiese in der Nähe eines Schotterteiches zwischen Bad Vöslau und Günzelsdorf im Bezirk Baden war nämlich ein neugeborenes, weggelegtes Kind entdeckt worden. Das Mädchen war erst wenige Stunden alt. Bereits 5 Minuten nach der Alarmierung traf der Notarzt-Hubschrauber bei dem weggelegten Mädchen ein. Nach der Erstversorgung durch das Notarzt-Team wurde das Findelkind in das Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen und sofort in die Intensivstation gebracht. Der Gesundheitszustand des stark unterkühlten Kindes, es hatte nur noch eine Körpertemperatur von 28 Grad, wird von den Ärzten als bedenklich eingestuft. Es dürfte etwas zu früh geboren sein und insgesamt ist es derzeit sicher noch kritisch. Das Kind ist beatmet, es wird infundiert und ansonsten überwacht bezüglich Herzfrequenz, Blutdruck und Sauerstoffsättigung. Von der Mutter des kleinen Mädchens fehlt noch jede Spur. Die Hubschrauberbesatzung hat spontan die Patenschaft für das Findelkind übernommen. Ein entflohener Uhu hat in der Nacht auf heute für Aufsehen gesorgt. Der Vogel hatte sich in einem ungefähr 20 Meter tiefen Luftschacht verirrt. Die Feuerwehr und Helfer der Wiener Tierrettung mussten ihn dann bergen. Der Uhu war schon vor einer Woche aus der nahegelegenen Wohnung seiner Besitzerin ausgerissen. In einer Dachwohnung in Wien-Leopoldstadt ist Uhu Ariel zu Hause und ruht sich jetzt von seinem Abenteuer aus. Die Besitzer führen der Minizip den fliegenden Ausreißer vor. Ariel ist allerdings ein wenig kamerascheu. Mit einer kleinen Unachtsamkeit der Besitzer hatte die aufregende Geschichte begonnen. Am vergangenen Freitag entkam der Uhu durch dieses Küchenfenster. Er ist wie ein Profi über die Dächer geflogen. Dann bin ich noch auf das nächste Haus, das ist das Niederösterreich-Haus, da habe ich wieder so liebenswürdige Leute gefunden. Die Kellner sind mit Leintüchern, sie wollten den Uhu mit Leintüchern fangen, mit mir aufs Dach gestiegen. Wir haben eine Woche lang unglaublich getrauert um das Tier. Die ersten Stunden nach seiner Flucht dürfte Ariel im nahegelegenen Wiener Augarten zugebracht haben. Die Besitzer suchten verzweifelt nach ihrem Schützling. Ariel hatte sich unterdessen in dieses Haus in der Meißelstraße Nummer 3 verflogen. 2 Tage lang musste der Vogel in diesem 20 Meter tiefen Lichtschacht ausharren. Hausbewohner holten schließlich Hilfe. Als mein Bruder gesagt hat, es gibt ein Uhu da draußen, habe ich geglaubt, das ist ein Uhu, den man kleben kann. Aus dem 3. Stock mussten sich die Tierretter gestern Abend abseilen, um den Vogel bergen zu können. Eine andere Möglichkeit gab es nicht. Nach der geglückten Rettung erhielt die Besitzerin ihren Uhu noch am Abend zurück. Einen folgenschweren Ausflug mit dem Auto seines Vaters hat ein 14-jähriger deutscher Urlauberbub unternommen. Vom Urlaubsort Fag am See in Kärnten raste der Bursche über die Tauernautobahn Richtung Hallein in Salzburg. Erst knapp vor Hallein konnte der 14-Jährige durch eine Polizeisperre gestoppt werden. Der Bub gab an, dass er zu seinen Verwandten nach Deutschland zurückfahren wollte. Der Lebensraum der Yanomami-Indianer in Brasilien ist bedroht. Darüber haben wir in der Minizip ja auch schon berichtet. Goldgräber haben mitten im Urwald im Siedlungsgebiet der Indianer ihre Lager aufgeschlagen. Die brasilianische Regierung hat schon mehrmals angekündigt, den Indianern zu helfen. Aber geschehen ist bisher nur wenig. Die grüne Hölle, so wird der Amazonas-Urwald genannt. Für die Yanomami-Indianer ist der Urwald Heimat, allerdings eine bedrohte Heimat. Auf der Suche nach Gold sind in den vergangenen Jahren tausende Abenteurer auf Indianergebiet vorgestoßen. Garimperos nennt man die Goldgräber, die es auf der Suche nach dem großen Glück hierher verschlagen hat. Die Eindringlinge schleppten Krankheiten ein, die Yanomami mussten zurückweichen. Um die Indianer zu schützen, hat die Regierung nun eingegriffen. 40 Goldgräber, erzählt dieser Garimpero, werden nun von hier weggebracht. 3 Stunden lang war dieses Flugzeug von Boa Vista unterwegs, um die ersten Goldgräber abzuholen. Auf einer Dschungelpiste mitten im Urwald landete die kleine Maschine. Zum Schutz der Yanomami. Einige solcher Landepisten, ungesetzlich von Goldgräbern angelegt, sind in den vergangenen Tagen abgetragen worden, im Auftrag der Regierung. Doch die Indianer sind auch weiterhin misstrauisch. Zu viel hat man ihnen bereits versprochen, zu wenig hat man bisher gehalten. Einen neuen Rekord im All haben 2 sowjetische Kosmonauten.